Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bloodborne. Oh, I was born in Bloodborne I was born. Denn ich hab my heart in Bloodborne verloren. And now sitz ich in a bar and drink a double corn. Ja, grüß euch, hallo. Hätte ich drauf? Hoffe doch. Material. So. Willkommen zurück in Yharnam. Bei Odeons Grab. Das ist also Odeons Grab hier. Du bist Odeon oder was? Wegen dir machen wir den ganzen Stress? Weiß ich nicht. So, wir hatten den Friedhof schon ausgiebig untersucht. Und dann gehen wir hier weiter. Würde ich mal so behaupten. Mal gucken, ob ich es noch kann. Weil er seit gestern alles, ja. Grüß dich, Ölfilter. Hallo, Tag. Tor mit Odeon Grabschlüssel geöffnet. So, lass uns hier nochmal eine Umguckung machen. Aha. Ach, das wohl kann sich von mir verstecken, Herr Item. Rotjuwelbrosche. Das war Dings. Müssen wir nochmal zurück? Das war die Mutti. Müssen wir nochmal zurück zu dem Mädchen. Jetzt noch wüsste, wie wir da hinkommen, ne? Warte mal, das... nee, das war zwei Brücken zurück. Ich glaube, vom Anfang her weiß ich, wie wir da zurückkommen. Aber lass uns erstmal weitergehen. Weil ich glaube, wenn wir jetzt hier in die Kirche kommen... Kommen wir jetzt in die Kirche? Dann gibt es hier noch was, was wir nochmal auf dem Rückweg machen können. Okay, wir kommen also nicht in die Kirche. Wir kommen wieder... ...ins Nase. Er mag es, wenn es nass ist. Ich hasse sowas hier. Leitern hochklettern und dann weißt du nicht, was dich oben erwartet. Okay. Erstmal nicht viel. Diese Tische kann ich nicht zerrollen. Ist okay. Oh, eine Truhe. Oh, die kann man tatsächlich auch machen. Ich dachte, die wäre Deko. Jetzt habe ich nie aufgepasst auf die Kette, ob das vielleicht eine Mimikette sein können. Blutedelstein. Werkstattwerkzeug. Ja, ich habe gerade Fußball geguckt. Deswegen fange ich auch erst jetzt an zu streamen, weil ich ja vorher mal Fußball gucken muss. Ich öffne mal diese Tür, okay? War ja auch sehr spannend, das Spiel. Wieder ein Boss? Nein. Ah, ist schon wieder mittags. Gottesdienst, ja. Grüß dich, Zynios. Hallo. Wir haben es unnötig spannend gemacht, die Jungs. So, ich hoffe, es stört keinen, dass ich hier alles zerstöre. Hallo. Du. Ich hab schon mal hübschere Leute gesehen als dich. Oh, you must be a hunter. Very sorry. The incense must have masked your sin. Good, good. I've been waiting for one of your ilk. These hunts have everyone all locked up inside. Waiting for it to end. It always does. Always has, you know. Since forever. But it won't end nicely. Not this time. Even some folks hiding inside are going bad. The screams of women folk. The stench of blood. The snarls of beasts. None of them's too uncommon now. Yharnam's done for, tell ya. But if you spot anyone with their wits about them, tell them about this here Erden Chapel. They'll be safe here. The incense wards off the beasts. Spread the word. Tell them to come on over. If you wouldn't mind. Ah.
Hallo Tag, Tonius. Was heißt denn hier fröhliches Sterben? Freundliches Sterben sogar noch. Ich muss gestehen, ich finde mich ganz gut, nur 14 Mal tot. Bis und inklusive Gascoin. Da bin ich ziemlich zufrieden. So, auf jeden Fall hat der uns jetzt gesagt, wir sollen die Leute herschicken. Und wir hatten noch eine, die gefragt hatte, ob wir einen sicheren, ob wir einen sicheren Platz haben. Ich weiß nur nicht mehr, wo die war. Lasst mich nochmal kurz drüber nachdenken. So, Traum des Jägers. Und wir haben ja die Brosche gefunden. Wir müssen... Das ist eine große Brücke. Oh, große Brücke könnte stimmen. Nee, große Brücke ist falsch, Leute. Fällt mir gerade so ein. Ich finde 14 gut dafür, dass wir schon mit zwei Bossen gekämpft haben. Weiß gar nicht, was du mich hier so lächerlich machst, Herr Ölfiltermann. Nee, ich glaube, große Brücke war falsch. Na egal. Muss mich eh erstmal wieder orientieren hier. Guten Tag. Ab, 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 ab. Aus der Luft gefischt, würde ich mal sagen. Au. Okidoki. Das war mir so mittel. So, wo waren wir denn hier runtergefallen? Ich glaube, das wäre jetzt das Mittel der Wahl hier. Da. Oh, oh. Ich glaube, wir haben jemanden angelockt. Den Dude da oben, den habe ich... So, jetzt suchen wir zwei Fenster wieder, bei denen wir waren. Jetzt sind wir wieder hier. Hätten wir gar nicht wieder die Brücke gemusst. Warte, also. Wir waren zuerst bei dem Fenster, wo die Frau Hilfe suchte. Das müsste hier hinten sein, bei den Hunden. Genau. Lass den Quatsch. Getöle. Schnauze. Ich dulde nicht, dass ich mich hier verpetzt. Aua. Aua. Das war mehr so mittel. Mach mal voll zusammen eine Trinkung. So, jetzt war hier noch einer. An dem wir einfach vorbeilaufen können. Das ist gut. So, hier war die Frau, die Hilfe brauchte nämlich, glaube ich. Hallo, junge Dame. Seht ihr? Von der Odeon-Kapelle erzählen. Ich mache ja schon, junge Dame. Nur nicht hudeln. Nur nicht hudeln. So, dich habe ich vergessen. Aber ist ja nicht so schlimm. Das war schlimm. Au, mit der Reichweite habe ich nicht gerechnet. Okay, Dude. Ich bin gedodged, wirklich. Wirklich, wirklich. Ich bin gedodged, ganz in echt. Na gut, so. Hä? Muss einer sein. Hier muss doch einer sein. Da. Ich habe ihn gekontert, aber ein Mühe zu spät. Das war gut, wa? Oder drüben schießt einer. Aha, voll auf die Wand, du Napp. Au, voll auf mich, du Napp. Daneben. Hardcore daneben. Krass, das war schlecht. Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Na, wäre andersrum vielleicht doch besser gewesen. Ah ja, gut, nehmen wir ein paar Seelen unterwegs mit. Ich meinte natürlich Blut. So, wenn wir hier runter. Ja, hier mussten wir runter, ne? Hepp. Habe ich da jemanden geagorisiert? Nein.
So, und hier ging es hoch zum Shortcut. Genau, den hätten wir nämlich nehmen. Warte. Oder ist das hier richtig? Ne, da hinten geht es hoch zum Shortcut. Da hinten ist, wo das Schwein ist. Hier oben war... Was war denn hier oben? Ah, hier war, glaube ich, der Shortcut nach hinten, zurück zu dem anderen Tor. Und war hier eventuell sogar das Fenster dann. Kann sein, ne? Dass ich hier richtig bin. Genau, da war der Dude. Hier waren noch die Raben. Hoppe, hoppe, Reiter. Hat er. Hat er. Ja, da war so ein Riesenschweinölfilter. Riesenschwein. Ich gehe hier nur ganz langsam lang. Ich hoffe, es ist okay für dich. Genatzt. Ach so, ich hätte vielleicht erstmal gucken sollen, ob wir mit der Brosche was anfangen können, bevor ich die da hemmungslos zu dem Mädchen hinbringe, wa? Genau, da war's. Hier war's. Hab's gefunden. Hallo, Mr. Hunter. Hallo, Mr. Hunter. Du kommst bei meiner Mom. Ja, doch, irgendwie schon. Mr. Hunter, was it really hard? Mommy? Mommy? Leave me alone. Ich kann doch jetzt nicht hier bleiben. Wow. Das war jetzt meine gute Tat des Tages, oder was? Scheiße. Hm. Ja, unangenehme Geschichte. Hätte ich lieber anders geregelt. Aber gut. What will man make? Vater hat Mutter umgebracht und ja, ich musste mich dann um Vater kümmern. Im echten Leben manchmal. Schwubbeli-wubbel. Ach, hier waren ja wieder die Spastis. Ja, aber mit denen metzeln wir jetzt hier nicht rum, stundenlang. Wow, 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 wow. Aha, ihr Lutscher. Au. Sagte es und bekam eine auf die Fresse. Hepp. Und hepp. Hat er auch. Hat er. Wie viel Blut geben die eigentlich? Na, so werde ich es nie erfahren. Oh, diese Range, ne? Aha, ihr Lutschis. Oh, beide noch mit einem Leben. Hat er? Ja, das hat mehr so mittel funktioniert. Hat er. Wunderbar. So, und hier ging es dann wieder hoch zur Brücke. Richtig. Diesen Raben da ignoriere ich. Ihr habt aber auch gar nichts gesagt, ne? Seht ihr, ich habe meinen Todescounter oben in die Mitte gezwiebelt. Mir ist es beim hinterher das Video nochmal angucken, ist mir aufgefallen, dass ich meinen Todescounter mitten auf den Blutechos und auf dem Dings hatte. Dummer, fetter Finn. Hallo. Und auf der Einsicht. Man hatte mal gar nicht gesehen, wie viel ich hatte. Kommt der Stein? Warum lebst du da oben noch? Bist du sicher, dass du das möchtest? Merkwürdiger Dude. Hallo, kleiner Steinemann. Ich grüße dich. Ich und deinen Stein. Ich und meinen Stein. Ich und meinen Stein. Steini, Steini, Stein. Das war knapp. Ja, aber es war ja von Anfang an Ölfilter. Seit 22 Uhr. Da wart ihr noch nicht müde. Behaupte ich jetzt einfach.
So. Dann sind wir wieder hier. Immer im Kreis gelaufen. Aber wir haben Sachen gemacht. Wir haben die Frau zur Kapelle geschickt. Wir haben dem Mädchen die Brosche von der Mutter gegeben. Und jetzt können wir noch ein Level abmachen, weil wir so schön was gekillt haben unterwegs. Welcome home, what is it? Very well. Very well. Es reicht nicht für ein Level up, Spasten Finn. Kann ich eventuell. Habe ich ein Kaltblut in der Tasche? May you find your worth. Ja. Haben wir ein Kaltblut in der Tasche oder haben wir das alles aufgegessen? Haben es alles schon aufgegessen? Wartet mal, wir haben noch ein Werkzeug gefunden. Schalldämpfer? Achso. Da, Blut-Edelstein-Werkstattwerkzeug. Ein verlegtes Werkstattwerkzeug aus dem Traum des Jägers. Ein Jäger, der es wiedererlangt, kann Waffen durch das Einfügen von Blutedelsteinen verbessern. Blutedelsteine verleihen Waffen bei der Verstärkung Attribute, da Blut einen Organismus definiert. Cool. Ach, da bist du ja wieder, German. Komm mal, wann bist du wieder da, wa? It will be a long hunt tonight. If the beasts loom large and threaten to crush your spirits, seek a holy chalice. As every hunter before you has. A holy chalice will reveal the tomb of the gods, where hunters partake in communion. Aha. Mach ich denn das jetzt hier? Da, Blutedelsteinverstärkung. Da. Aber ich habe keine Blutedelsteine, deswegen ist das mehr so Mittel. Und ich habe nicht genug Scherben, um meine Axt weiter aufzubessern. Das ist ja Doppelmittel. Achso, hast du noch was zu erzählen? Most of the holy chalices lie deep within the tomb of the gods. And the few that found their way to the surface were lost again in the hands of men. But if the old hunter tales remain true, one of the holy chalices is worshipped in the valley hamlet. Mm-hmm. Yet the town is in disarray. It was burned and abandoned for fear of the scourge. Home now only to beasts. The perfect place for a hunter, wouldn't you say? Okay, German, ich verstehe. Ich verstehe, was du sagst. Dann gehen wir zur Kathedrale. Wir müssen also da unten im Dings bumsen. Dingsbumsen, wie immer. Ludwig war der erste von vielen Jägern der Heiligen Kirche. Besonderes Material für ein Ritual des Heiligen Kirches. Blutfiole. Besonderes Blut für die Behandlung. Erneuert GP. Cool. Ist die Frau jetzt schon da? Hey, Dude, ich hab dir eine Frau geschickt. Freust du dich? Oh, the hunter. Thank you. So that old girl, you told her about ah, this place, ja. Right? Well, she don't offer me much in the way of conversation, but still, I'd rather see her alive anyhow. Cooler Dude. Noch was? If you find any sane survivors, well... Send him along to Erden Chapel, will ya? Okidoki, ich mach's. Ah, da ist sie ja. Guten Tag. Oh, no. I haven't forgotten. Do you think I owe you something? Well, that's a fine lark, I'd say. This old mess that Yarnum's in is all your fault. You put it to the outsiders. Blood's ruined, tainted by your ilk. Don't you come near me. I know your type. Uh-huh. You. Stay away from
Gar nicht. Hast noch nicht gesehen, was ich mit meinen Fingern machen kann. Na gut. So, was ist hier? Fest verschlossen ist hier. Okidoki. Kann es sein, dass man hier insgesamt 4 Leute retten kann, die dann alle hier vor so einem Ding stehen? Wahrscheinlich nicht. So, jetzt geht's einmal hier raus. Und einmal da raus. Ah. Da unten ist ein Nachtwächter. Finde ich immer erstmal gut. Oh, noch ein Nachtwächter. Ah, Gegner sind die Nachtwächter, okay. Grüß dich, ja. Au. Aua. Aua. Schlägst ja ganz schön doll zu für so einen Nachtwächter. Jetzt liegst du da ganz schön doll für so einen Nachtwächter, wa? Erstmal hier diesen Loot sammeln. Jägerzeug! Was war das jetzt hier? Was ist das hier? Was war denn das? Was war das? Was passiert da? Ich glaube, davon habe ich auch... So, lasst uns mal hier kurz nochmal diesen Geheimweg hier erkunden. Nee, ich glaube tatsächlich nicht, dass es ein Portal war, Ölfilter. Das war eher was Schlechtes. War eher was Schlechtes. Kommt der andere Nachtwächter nochmal wieder oder kann ich hier in Ruhe ins Dings gehen? Ich geh mal lieber wieder rein. Hier oben auf der Treppe ist, glaube ich, ganz gut. So, weil wir haben neue Items zum Anziehen gefunden. Zylinder. Macht wesentlich weniger Rüstung. Brust. Macht das Gleiche. Wie sieht die aus? Schicker. Ich finde die schicker. Also behalten wir die an. Mehr. Und mehr. Okidoki. Okay, wir gucken uns an, wie der Zylinder aussieht. Das hat schon Stil so. Das behalten wir an. Komm, ich kacke auf die 20 Rüstung, ey. Bin gut genug. Lustig. So. Ach, da steht er, der zweite Nachtwächter. Aber wenn Leute dir so den Rücken zudrehen, ist hier mal links noch ein Mob, der dich dann überrascht, wenn du die backstabben willst. Oh, scheint hier aber nicht der Fall zu sein. Na gut, junger Mann. Dann würde ich mal sagen, wir mal so, wa? Backstab! Backstab! Okay, was mir 1000 nicht gefällt, ist, dass wir 17 Abzweigungen haben. Wir haben ja ganz oben in der Kathedrale, konnten wir links, rechts. Jetzt kommen wir hier nochmal links, rechts. Gefällt mir alles nicht. Und hier ist voller Leute. Und das sieht mir nach Weitergehen aus. Wir gehen mal in eine andere Richtung. Hasse 17 Abzweigungen. Weiß ich immer nicht, wo ich lang soll. So, jetzt gehen wir hier lang. Oh! Du bist ja groß. Guten Tag. Haben Sie eine Schaustellergenehmigung? Den kann man nicht backstabben übrigens, nur falls ihr euch das mal gefragt habt. Aber er ist ein sehr langsamer Dude. Das war prima. Warte mal. Warum möchte man hier ein Tor zumachen? Das geht hier von der Seite auch auf und zu. Also irgendwie... Vielleicht hätte ich den da... Wenn der da reingeht, hätte ich ihn dann...
vom Tor abmurksen lassen können. Ich hätte dir beinahe dieses Item verpasst. Blutstein Scherben, niceen Stein. Grüß dich, Adrian. Hallo. Das ist hier nochmal hoch und runter, ey. Hoch und runter. Hoch und runter. Noch so ein Dude. Nur ein besonderes Emblem öffnet das Haupttor. Na gut, dann nicht. Dann eben nicht. Öffne ich dieses Haupttor nicht. Habt ihr jetzt davon. Ihr Jahnhämmer. Okay. Was hast denn du da in der Hand? Hast du deine Person in der Hand? Aua. Au, 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 au. Ach, das ist gar nicht so einer von... Oh. Aufpassen! Herr Finn! Oh! Ey! Du bist aber mal gut, ey. Oh! Toll! Au, Manu! Sein schneller Schlag mit der linken ärgert mich. Nee, der hatte eine Statue in der Hand. Okay. Alter. Komm mal her, du Rabe. Raben meines Willens. Oh oh. Aha, du Lutscher. Der war leichter. Hi-ja. Au, 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 au. Das war nicht so geil. Blutfiole. Sehr nice. Okay, hier geht's voll lang. Aber überhaupt nichts zu holen hier. Danke, Adrian. Ich freue mich auch sehr über diesen Hut. Deswegen habe ich ihn noch angezogen. Er macht zwar weniger Rüstung als unsere, aber nicht so viel, dass ich nicht auf den Style verzichten wollte. Geht's hier runter? Nee, nur so Zeug. Okay. Hallo, Tag, Chris. Guten Abend. Grüße dich. Fernrohr. Hast ein ziemlich fernes Rohr, Fernrohr. Fernrohr Action Man, der größte Held in deiner Welt. Da ist noch ein Rabe, hab ich doch gerochen. Hab ich doch gerochen, du Rabe. Ich wollte. Manu, warum klappt denn das immer nicht? Jetzt. Ha! Ist mein Hut ganz blutig. Blutsteinscherben! Ist ja wieder so ein langsamer Dude hier. Warte mal. Eine große, langsame Person. Was ist denn das da? Hat ganz schön wehgetan. War überhaupt nicht auf Marzipan. Wow, 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 wow. Okay. Ich bin gedodged. Ja, Saubi, Chris, herzlichen Glückwunsch. Aber ich muss dir gestehen, jetzt sind wir mal wieder gemein zum Stin. Wenn der Stin sein Herr und Meister ist, dann kann Wolf nicht sonderlich gut sein. Also ich habe Wolf tatsächlich noch nie spielen sehen, aber... Ja. Das war fies. Nee. Aber immer Abzweigungen. Aha. Gibt's hier überhaupt Mimics? Glaub nicht.
Mäßigung, Blutedelstein. Wir haben... Fest verschlossen. Wir haben einen Blutedelstein. Wir haben einen Blutedelstein, Blutedelstein, Blutedelstein. Wir haben einen Blutedelstein, Blutedelstein, juchhe. So, ging's hier jetzt noch weiter? Oder war das... War der Edelstein hier die ganze Ecke? Das war's hier, wa? Weiter geht's hier nicht. Aber warum nicht? Ist doch voll die Brücke. Das ist voll die Brücke. Warum geht's hier nicht weiter? Oder habe ich eine Abzweigung verpasst hier? Bin ich dumm? Ja, ich scheine dumm zu sein. Dumm und fett. Was? Jetzt eskalierst du aber, Herr Finn. Lilai Lippilu. Dann war es das hier erstmal in der Ecke. Da war fest verschlossen. Dann müssen wir in die andere Richtung. Oh, bin ich aber zufrieden. Aber froh. Da bin ich aber froh. Da bin ich auf der rote Farbe auf der Schulter. Wo? Also Blut hätte ich ja noch geglaubt. Da vorne sind ja Sachen los. Warte mal. Jetzt dachte ich, hier wäre kein Gitter. Ja, die wächst sich raus, die rote Farbe. Aber jetzt müssen wir tatsächlich nochmal nach Hause gehen. Denn wir haben einen Blutedelstein und wir haben Scherben gefunden und wir haben ganz viele Seelen. Da kriegen wir vielleicht einen Level ab und können unsere Waffe aufwerten und können den Edelstein in die Waffe stecken und dann machen wir 1000 Millionen Damage. Ja, so ja noch nicht. Aber ja. Ist er wieder weg hier, der Jeremy. Ein heiliger Kelch, sondern halt ja in einem Mental aufbe. Wart werden. So, Blutedelsteinverstärkung, Jägerx plus 2. Was macht der jetzt? Der macht ein bisschen mehr Damage. Angriffseffekte. So, zieh an das Ding. Und haben wir noch zum Waffe verstärken? Reicht's dafür? Was? Ja, ich möchte meine Waffe verstärken. Guck mal, jetzt haben wir einen zweiten Slot. Nice. Ja, also ich habe meinen ersten Necron zu 3/4 fertig. Das machen meine Necrons, Chris. Ich habe ein bisschen viel mit, Oh, 2 Level sogar. Nee, mach mal zweimal Ausdauer. Machen wir Ausdauer. Ich habe ein bisschen viel, ich habe sehr, sehr häufig das Farbschema durchprobiert und gewechselt. War sehr unsicher, was ich mit denen machen möchte und, Jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich hier habe, aber ja, irgendwie, ihr seht's ja, wenn ich Zeit hätte, dann sitze ich hier und spiele Bloodborne, statt meine Necrons weiter zu malen. Schön, danke, dass du mich daran erinnert hast, Chris, dass ich eigentlich ganz viele andere Sachen zu tun hätte, anstatt ja wieder ein Spiel anzufangen. Super. Ist er wieder in die Stimmung. So, und wo ging's jetzt hier hin? Wow! Ist aber kein echter Nachtwächter, der hat gar keine Lampe. Daneben! Du Lutscher! Rabe! Hä? Na, was heißt denn schwarz? Normalerweise haben Necrons Silber, Metallic, also Stahl. Stahl total. Aber ich bin tatsächlich, ich bin jemand, ich kann keine Standardfarbschema da benutzen. Da wehrt sich in mir alles. Funktioniert auch nicht. Funktioniert bei mir nicht, deswegen muss ich immer Sachen anders machen. Wissen des Verrückten? Crazy. Ja. Wobei die Antwort gefällt mir auch gut. Klaro, grün. Natürlich. Was für eine blöde Frage. Au! Ich hab daneben geschlagen. Ja, aber auch. Au! In meinen letzten Schlag oder was?
Die gibt's aber nicht mehr ins Jut. Ist aber nicht mehr ins Knusper. Holzschild. Ah, guck mal, ein Bonfire. Geil. Holzschild, Holzschild. Geil, machen wir. Komm, wir spielen jetzt mit Schild. Nee, machen wir nicht. Ja, nice. Ich glaube, das blockt überhaupt nichts. Ich erinnere mich dran, sowas gelesen zu haben. Holzschild. Hat überhaupt keine Werte. Ein grober Holzschild, der von den Massen eingesetzt wird, die sich der Jagd angeschlossen haben. Jäger verwenden normalerweise keine Schilde, da sie gegen die Stärke der Bestie nicht genug Wirkung zeigen. Schilde sind nett, aber nicht, wenn sie Passivität erzeugen. Gut, dann zieh aus das Ding, ja. Gib lieber wieder die Pistole. Achso, wir können aber tatsächlich... Schwupp. Fackelmann-Grillzange. So, das war das? Das war hier die ganze Ecke für den Holzschild, oder was? Ah, ich habe nicht versucht, die Tür aufzumachen. Kann es sein, eventuell? Spacko-Finn. Von einem Gerät geschlossen. Ist aber nur ein Item. Kram. Hier gibt es Seiteneingang? Nein. Okilidokili. Ja, die haben den Schild. Das ist tatsächlich der einzige Schild im Spiel. Und den haben die halt reingebaut, um sich über Dark Souls lustig zu machen. Also über sich selbst sozusagen. Wenn man die ganze Zeit nur mit Schild spielt und ein kleines Mädchen ist, so wie ich. Hallo? Na? Aua, der musste jetzt natürlich noch sein. War du Sackelgesicht, du Verschießnis? Yeah. Mega Parry ist mega. Und sie nannten ihn Parry. Ich möchte ab jetzt nicht mehr Fing genannt werden, sondern Parry. Nein. Wie nennt mich jetzt Parry? So, das heißt, hier geht's weiter. Okay. 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 Okilidokili, meine Lieben. Schleiche mal hier vorbei. Aha! Bloodborne Stealth Modus activated. Kalbluttown. Mollys. Molly Malone. Hallo. Oh. Ah. Seht ihr? Hatte ich noch einmal kurz den Schild. Aua. Hatte ich noch einmal kurz den Schild in der Hand und schon habe ich, als der Hund ankam, habe ich instinktiv L1 gedrückt zum Blocken aus Dark Souls. Ja. Hallo. Jetzt war mal ein Sprungangriff, wa? Tja. Ihr Knöchis. Ich bin halt der Jäger und ihr seid hier nur lustiges Fußvolk. Ja, jetzt können wir hier rein oder wir können außen rum. Gehen wir erstmal rein. War aber nicht lang genug draußen. Ist ja frisch. Guten Tag. Guten Tag. Ist jemand da? Die Kerzen scheinen an zu sein. Oh, da ist tatsächlich jemand. Hi-ja! Axt im Kopf ist schlecht für den Kopf. Ist es verrückt, dass sie dort für eine Geheimwand hier? Nein. Okay. Okay. Gut. Haben wir das auch? Kann man irgendwo runterfallen? Nein. Ah, da oben ist auch noch was. Komme ich da hoch? Komme ich da hoch? Ich will da jetzt hoch. Hintereingang? Oder ist hier eine Leiter? Nee, wahrscheinlich Hintereingang. Dann gehen wir durch den Hintereingang. Dann gehen wir durch den Hintereingang, weil wir es so gut können. Ist euch mal aufgefallen, dass wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde spielen und ich noch gar nicht gestorben bin? Hoppi. Aha, ja. Sagte es und traf auf zwei Hunde. Au.
die von den Gewehrschützen Deckung bekommen haben. Arschviecher. Hopf. Na, ich sagte hinter Eingang, nicht hinter Türchen. Fand ich jetzt nicht so schweinisch. Aber gut, wenn es euch passt, dann gehe ich auch gerne mal durchs Hintertürchen. So, ab hier rein durchs Hintertürchen. Nun zufrieden alle? Ja, schön. Oh, der Finn ist durchs Hintertürchen gegangen. Oh, lustig. Ich lach mich tot. Ich lach mich wirklich tot. Oh la la, Geheimgang! Geheimgang, Geheimgang, Geheimgang. Guten Tag, Herr Geheimgang. Oh, sieht aber nicht. Hm? Ist hier jemand? Alle Kerzen an. Scheint nicht so geheim zu sein, der Geheimgang. Hier war vor mir schon jemand. Und da geht's noch weiter. Mäßigungsblut, Edelstein. Hier geht's noch weiter. Seid ihr sicher, dass es hier ein Geheimgang ist? Hier wird's aber dunkel. Ah. Wer ist hier der Wolf? Au! Habe ich mir nicht genug Ausdauer aufgehoben zum Dodgen. Ich habe was vergessen? Warte, erstmal nicht vergessen, diesen Wolf hier zu looten. Blutsteinscherbe, nice. Wo habe ich was vergessen? Denkt euch doch Sachen aus. Wo habe ich was vergessen? Hier ist nichts. Und da ist auch nichts. Oder geht es hier unten tatsächlich weiter und das ist gar nicht der Geheimgang? Und da oben war einfach nur noch ein Raum mit Loot. Meinst du das, Adrian? Ist das so? Weil irgendwie schien es mir jetzt doch ziemlich weit weiterzugehen. Bisschen zu weit für einen Geheimgang, wenn ich ehrlich bin. Gehen wir nochmal zurück. Oh my god, we're back again. Hier jetzt noch lang. Elefanten vergessen übrigens nie etwas, Winifred. Oh. Hier sitzt ja einer. You're a beast hunter, aren't you? I knew it. That's precisely how I started out. Oh, beg pardon. You may call me Alfred. Hallo Alfred, nett dich kennenzulernen. Hunter of vile bloods. So, what say you? Our prey might differ, but we are hunters, the both of us. Why not cooperate and discuss the things we've learned? Okay, gerne Alfred. Ich bin mein Kumpel. Oh, very good. Very good indeed. Take this to celebrate our acquaintance. Alfred und Icke, wir machen jetzt Feuerpapier. Nice. Und beten. Beast hunting is a sacred practice. May the good blood guide your way. Machen wir jetzt Tag Team Action, Alfred? There must be oodles for us to share. Ja. Go on. Just tell me what piques your interest. Hast du ein Bierchen? Dann können wir quatschen. Ach, der, mit dem können wir wirklich über Sachen quatschen. Geil. As you know, the Healing Church is the fountainhead of blood healing. Well, I'm a simple hunter, quite unfamiliar with the ins and outs of the institution. But I have heard that the holy medium of blood healing is venerated in the main cathedral. And that counselors of the old church reside in the high stratum of the cathedral ward. If you seek blood healing, and the church is willing, you should pay them a visit. Uh-huh. Bergenworth is an old place of learning.
and the Tomb of the Gods, carved out below Yharnam, should be familiar to every hunter. Well, once a group of young Bergenworth scholars discovered a holy medium deep within the tomb. This led to the founding of the Healing Church and the establishment of blood healing. In this sense, everything sacred in Yharnam can be traced back to Bergenworth. But today, the college lies deep within a tangled wood, abandoned and decrepit. And furthermore, the Healing Church has declared Bergenworth forbidden ground. It's unclear how many of its scholars remain alive, but only they know the password that allows passage through the gate. Aha. I bid you farewell. It has been a pleasure. May the good blood guide your way. Also um das mal festzustellen, was Ölfilter sagt, ist richtig. Alfred der Bauchredner würde viel besser passen als Alfred der Bestienjäger. Und Chris hat leider das Spiel durchschaut. Mit der Frage, hat hier keiner Angst vor HIV? Es ist nämlich tatsächlich so, dass die Leute große Angst vor HIV haben. Und deswegen hassen die Yharnhammer auch Fremde alle so. Weil die Yharnhammer sind alle getestet, die sind alle sauber und können mit ihrem Blut rumpanschen, wie sie wollen. Und sobald Fremde kommen, wird es kritisch. Und deswegen hassen die Fremde hier so. Das wird eigentlich erst später im Spiel erklärt. Danke für den Spoiler, Mr. Chris. So, ich mach mal hier wieder meine Fackel an. So, hier hatten wir diesen Wolf getötet. Das war gut. Nee, tatsächlich ist es ja durch den HIV-Grund jetzt weniger rassistisch. Weil das ist ja ein anständiger Grund, davor Angst zu haben. Vorher dachte ich auch, ganz schön rassistisch. Aber jetzt, wo wir zusammen den Grund rausgefunden haben, warum die hier so gegen Fremde sind. Mal umschauen, nicht, dass uns da unten jemand überrascht. Finde ich die gar nicht mehr so schlimm. Sehe nicht. Hier sieht es aus, als ob es weitergeht. Ja, sehr gut. Gegengift ist ein gutes Gift. Wenn man Gegengift findet, zum ersten Mal in einem Spiel. Ich glaube, die Spieluhr brauchen wir nicht mehr. Dann ist meistens das erste Mal Gift nicht weit weg. Und wir können uns auch mal das Feuerpapier belegen. Mit dem Feuerpapier... Ich wollte eigentlich mir mehr durchlesen, was die Sachen alle so für Beschreibungen haben. Weil es ist ja doch interessant. Aschblut behandelt, seltene Krankheit. Okay. Molly. Feuer, Öl, Uhren, kostbares Werkzeug. Was? Einfach Blut guckt er den weißen Geruch verbreitet. Blut ist die... Ach so. Hier. Grobes Papier, das Waffen beim Reiben Feuer verleiht. Ein Jägerwerkzeug aus der Werkstatt. Okidoki. So, dann gehen wir jetzt hier runter. Was soll... Hört auf, euch zu drücken immer. Ist das eine Lampe? Es ist eine Lampe. Mach die Lampe an. Mach die Lampe an. Mach die Lampe an. Mach die Lampe an. Die Stadt ist längst verlassen. Jäger sind nicht erwünscht. Mal auf das Ding. Alt Yharnam. Okay, hier sitzt, das sieht aber so aus, als würde es hier weitergehen. In Alt Yharnam. Dann erkunden wir hier diese Ecke noch. Wow, das war fruchtbar. Hier. Aha, habe ich leuchten sehen. Geil, ne? Toll, das heißt, ich muss hier doch den ganzen Scheiß kaputt machen. In Dark Souls ist hinter so Vasen immer nichts. Jetzt muss ich hier leider feststellen, dass hier der Fall ist, dass hier hinter Vasen Sachen sind. Lupi. So. You there. Hunter! Didn't you see the warning? Turn back at once.
Wer spricht da? Old Yharnam, burned and abandoned by men, is now home only to beasts. Ja, aber dafür bin ich doch... Turn back, for the hunter will face the hunt. Aber... Oh, guten Tag. Aber es ist nur mein Job, Bestien zu jagen, Mann. Was soll ich denn machen, Dude? Ich kann doch jetzt nicht einfach umkehren. Was sollen denn die Leute sagen? Kann ich mich doch zu Hause im Jägerclub nicht mehr blicken lassen. Oh. Hallo? Da ist ein Item. Wie komme ich da hin? Das ist schon mal eine Leiter. Blutsteinscherbe, sehr gut. Brauchen wir mal viel. Da ist die Leiter. App. Da geht's noch runterer. Zu der Leiter, glaube ich. Ich glaube, das ist gut hier. Epp. Können wir hier runter? Ich habe die Leiter verpasst. Nee, die ist da drüben. Ein ganz anderer Weg. Hm? Komme ich denn da jetzt hin? Toll. Voll verkackt. Supi. Hallo? Aha. Seht ihr genau das, was ich meinte? Du siehst den, wie er den Rücken zukehrt und denkst, haha, den bumse ich in den Rücken. Und dann sitzt hier noch so einer. Ich hatte meinen Angriff nicht ganz aufgeladen. So, Freundchen. Hast du dir aber nur so gedacht, wa? Und genau, Ölfilter hat recht, Chris. Das Spiel ist ja quasi aus Dark Souls geboren. Das muss ich mit Dark Souls vergleichen. Jägerfackel, ist die besser als die andere Fackel? Fackel, Jägerfackel. Macht doppelt so viel Damage. Nice. Oh, können wir auch mal ausprobieren. Ha! Wisst ihr noch, wie mich die Fackelmänner immer genervt haben? Mach ich jetzt auch. Fackelmann. Ha. So, und wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Das ist ja die eigentliche Frage. Dachte mir, irgendwie in der Leiter. Die sich stellt. Huch, ach hier. Hier noch? Okay. Seid ihr sicher, dass es hier lang geht? Ist irgendwie... Oh, warte mal, vielleicht kommen wir da zu der Leiter hin. Chris, es ist schon... Öffnet sich nicht von dieser Seite. Es ist schon sozusagen ein bisschen der spirituelle Nachfolger von Dark Souls, ein bisschen. Also es ist ja von den gleichen Leuten. Ich habe nur gesagt, dass es sich lustig macht mit dem Schild. Weil es halt im Spiel keine Schilde gibt, keine vernünftigen. Weil man in Dark Souls ist tatsächlich eine sehr valide Taktik, sich immer hinter seinem Schild zu verstecken und alles zu blocken und dann zurückzuschlagen. Und das geht hier halt nicht. Und deswegen haben die den Schild da reingebaut. Hallo Tag, Skeletten. Grüß dich. Willkommen. Guten Abend. Kalt, Blut, Tau. Das ist gutes Tau.